Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit dem Sporttipp vom Sportbund Rheinland. Wie gewohnt aus dem Haus des Sports. Aktuell ein kleines bisschen Baustelle wegen Sanierungsmaßnahmen am Haus. Das soll uns aber nicht abhalten, euch eben wieder Sporttipps zu präsentieren. Starten wir mit Volleyball und der VVR-Pokalendrunde. Die Finals hierzu finden am Samstag ab 13.30 Uhr in der Kreissporthalle in Mendig statt. Fußball haben wir auch im Programm, nämlich die Regionalliga Südwest. TuS Rot-Weiß Koblenz spielt gegen FC Gießen. Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr ist dort Anpfiff. Das Ganze natürlich im Stadion Oberwerth in Koblenz. Dann gehen wir noch in die Woche rein. Am Mittwoch, den 21. August, findet Stabhochsprung in der Leichtathletik statt. Und zwar das Festungsspringen, organisiert vom Leichtathletikverband Rheinland. Ab 17 Uhr springen die Damen, ab 19.30 Uhr stehen die Herren auf dem Programm. Gesprungen wird auf dem Festungsplateau in Koblenz-Ehrenbreitstein. Und aktiv werden sollt ihr auch zu diesem Wochenende. Am Samstag, den 17.08., findet auf dem Viehmarkt in Trier ein 3x3 Basketballturnier statt. Die Gladiators Trier organisieren diese Veranstaltung, haben ein tolles Rahmenprogramm organisiert und freuen sich auf viele Zuschauer und viele Gäste im Mitmachprogramm. Geht dorthin, Samstag, 17.08. ab 11 Uhr ist dort Programm angesagt. Das waren dann unsere Sporttipps und der Aktivtipp. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland.